gehen vom Telefon jetzt weg auf Kommentarleitung. Nochmal Köln in Weiß, Nottingham in Rot. Auf dem Monitor, auf dem Film ist nichts zu erkennen. Da ist nichts zu erkennen. Aus Nottingham greift nach den Sternen. Sie sehen noch einmal die Aufstellung der Kölner, die, wenn ich sage, wenn sie nach den Sternen greifen wollen, eine Mannschaft großen Zuschnitts hier schlagen müssen oder zumindest ihnen ein achtbares Ergebnis abtrotzen wollen. Der Nottingham Forest, das ist die Mannschaft des Jahres 78. Das ist die Mannschaft, der die meisten Fans hier in Großbritannien den Gewinn des europäischen Meisterpokals zutraut. Harald Konopka und die anderen haben auf dem Platz, auf den es stundenlang geregnet hat, der tief ist, Sie sehen die Furchen der Schuhe, die vom Einlaufen entstanden, einen schweren Stand. Schiedsrichter Garrido hat die Partie begonnen. Ich werde Ihnen die Spieler von Nottingham Forest, die im Übrigen in den dunklen, den roten Trikots antreten, jetzt am Anfang der Partie noch ein bisschen öfter. Kullmann, Kapitän heute. Heinz Flohe ist ja verletzt und gar nicht hier in Nottingham. Bei Nottingham im Übrigen Millionenstürmer Trevor Francis noch nicht spielberechtigt. Außenverteidiger Anderson wegen zweier gelber Karten im laufenden Wettbewerb gesperrt. Und Innenverteidiger Kenny Burns nicht in Form. Globatsch hier mit der Nummer 8. Trainer Weisweiler machte mit ihm heute Mittag noch einen kurzen Lauftest, um herauszufinden, ob er nach seiner Leistenzerrung würde spielen können.
und er gab ihm den Vorzug vor dem Japaner Okudera. Woodcock gegen Zimmermann. Restin und Zimmermann klären. Zur taktischen Position dann auch gleich noch mehr. Zunächst einmal eines, während Van Gool den Ball versucht zu halten und nach vorne zu treiben. Mit Sicherheit müssen die Kölner einen Sturmlauf von Nottingham Forest erwarten. Sie dürfen sich nicht in der Abwehr verkriechen. Sie müssen, so wie sie das jetzt versuchen, wenn sich die Chance bietet, ihrerseits den Angriff suchen. Von Opka. Prestin. Defensives Mittelfeld, das ist seine Aufgabe. Was sich auf den Rängen unter den 42.000 abspielt, hören Sie selbst. Dieter Müller. Und das ist Dieter Schirsten gewesen. Wie viele meinen, der beste Torwart auf der Insel. Schuster klärt vor Börtel. Barrett war das, der Außenverteidiger. Zimmermann. Dieter Müller, der oft mit zwei Gegenspielern zu tun haben wird. Neumann. Van Gool. Ja, innen durchzukommen ist bei Nottingham mit Sicherheit schwer. Oh, das ist Börtel. Die Spitzen bei Nottingham, Börtel, Woodcock und Robertson, sind eminent gefährlich. Erste Möglichkeit. Knapp 4 Minuten gespielt und Torwart Harald Schumacher wird sehr aufpassen. Schiedsrichter Garrido aus Portugal. Freistoß für Nottingham. Boyer. Mit der Elf Robertson, der Außenstürmer. Konopka sein Gegenspieler. Dieter Müller nicht abseits. Müller. Neumann geht außen. Müller hält den Ball zu Van Gool. Doppelpass. Das ist die Chance, wie Köln zu einem Erfolg kommen kann. Dieter Müllers Möglichkeit noch einmal in der Zeitlupenwiederholung. Peter Shilton. 29 Jahre, ich sagte schon, wie viele meinen, der beste Torwart auf der Insel. Woodcock war das. Nottingham spielt in der Abwehr mit zwei Außenverteidigern, mit Barrett, das ist die Nummer 2, mit Boyer mit der Nummer 3. Dann zwei Innenverteidiger, Lloyd und Needham und Van Gool. Und der Ball ist im Tor. Und es steht 1:0. 6. Spielminute durch Van Gool. Das ist natürlich ein Auftakt nach Maß, wie sich die Kölner besser nicht hätten wünschen können. Roger Van Gool, der Torschütze. Die Wiederholung.
Da ist er. Ungedeckt. Präziser Schuss. Schilfen am Ball. Lenkt ihn an den Innenpfosten. Aber das Leder ist im Netz und Köln führt 1:0. Da ist das eingetreten, was die Kölner insgeheim gehofft hatten, dass Nottingham Forest sich allzu selbstsicher und überlegen fühlt, dass eine Kontermöglichkeit gegeben ist. Die Frage, was wird Nottingham tun, nachdem man sich bislang überraschenderweise gar nicht so offensiv gezeigt hat, jetzt muss der Forest FC aus der Abwehr heraus. Prestige. Vorteil. Jetzt hat Schiedsrichter Garrido gepfiffen. Freistoß Köln. Ja, das hätten sich die 42.000, unter denen etwa 300 Kölner und deutsche Schlachtenwunder sich befinden, auch nicht träumen lassen, dass ihr FC hier so schnell in Führung gehen würde. Aber damit ist noch nichts entschieden, aber es ist ein wichtiges Tor. Robertson, Freistoß, sagt Schiedsrichter Garrido bei dieser Attacke von Konopka. Konopka hat die Aufgabe, den gefährlichen schottischen Nationalspieler Robertson zu bewachen. Robertson und Boyer beim Freistoß. Boyer. Ja, das Duell Zimmermann-Woodcock ist auch interessant. Woodcock, Bertels, Robertson, das sind die Spitzenspieler, die in den Angriff hineingehen. Kullmann klärt. Archie Gamill. Dann wieder Woodcock. Korrekte Abwehr von Zimmermann. Konopka. Kullmann. Heute Kapitän. Konopka. Nicht händeln in der Abwehr. So konzentriert weiterspielen, wie sie begonnen haben. Das müssen die Kölner, das ist ihre Chance. Sie waren im Übrigen sehr zuversichtlich. Von Hannes Weisweiler über Hannes Löhr, die Trainer, bis zu den Ersatzspielern. Sie glaubten an ihre Chance hier. Gary Bertel zu Barrett. Schwaches Abspiel. Mit der Nummer 5, einer der Innenverteidiger gewesen. Schöner Pass von Gamill. Robertson jetzt. Ja, hinter Konopka, da wartet immer Jürgen Klobatsch. Falls Konopka überspielt ist von diesem gefährlichen Schotten, von dem man nicht wusste, ob er spielen würde wegen eines privaten Unglücksfalls in seiner Familie. Wieder Robertson. Kein Problem für Schumacher. Herbert Neumann. Und da sehen Sie die Tücken des Bogens. Woodcock. McGovern. O'Neill war das, der zuletzt geschossen hatte. Ja, jetzt kommt der Druck, den die Kölner aufzufangen haben. Schuster, Kullmann. Van Gool. McGovern zu Robertson. Schöner Pass aus der Abwehr. Ermahnung von Schiedsrichter Garrido an Schuster. Gegen seinen Gegenspieler Gary Bertels, die Stürmerentdeckung des Jahres hier in England, ist zu hart einzusteigen. Archie Gamill, der schottische Nationalspieler und Mittelfeldmann.
Boyer, Barrett, McGovern. Barrett. Ja, jetzt kommen sie. Schön auf Neumann gespielt. 3 gegen 3. Dieter Müller. Oh. Nach 12 Minuten doch einige Nervosität in dem Ryan Nottingham-Spieler, die natürlich nicht gerechnet hatten, ein so frühes Tor hinnehmen zu müssen wie das von Roger Frangoul in der 6. Minute. Lieber Rogerba. Die Kölner spielen gut bis zu diesem Zeitpunkt. Selbstbewusst. Sie verkriechen sich nicht. Sie nutzen sofort, wenn sie den Ball haben, die Chance zum Angriff. Das war auch die Devise, die Hennes Walsweiler aufgegeben hat. Sich nicht einschnüren lassen. Pullmann. Gefolgt von McGovern. O'Neill. Barrett, der Außenverteidiger. Eigentlich ein mehr defensiver Mann, aber bei ihm geht mit. McGovern hat versucht. Boyer, der andere Außenverteidiger. Bertels von Schuster, der Hausnabe war Schmeckaber. Sandow. Pass auf Dieter Müller. Konopka geht aus, hat den Ball. Wow. Ja, da war Leut noch vor, Dieter Müller am Ball. Noch einmal Konopka. Schilten. Die Kölner spielen gut, das kann man nach 13 Minuten sagen. O'Neill gegen Prestin. Bleibt am Ball. Bertels verfehlte eigentlich die erste klarere Möglichkeit von Nottingham Forest vor dem Kölner Tor. Schön gespielt auf Florian. Boyer dazwischen. Von Aufgang. Zimmermann. Zimmermann. Frangoul. Abseitsposition, der Linienrichter hatte die Fahne hoch. Freistoß Nottingham. Überzeugend ist das sicher nicht, was Nottingham Forest spielt. Die klarere Linie aus der Abwehr heraus gespielt, zweifellos bei Köln zu sehen. Neumann, Frangoul. Abstoß. Ball im Aus zuletzt von Frangoul.
erreicht aus Nottingham. Karol Strnovka, der sich ein bisschen zurückhalten muss, denn er hat im laufenden Wettbewerb schon eine gelbe Karte erhalten. Woodcock. Oh, Beuer. An die Latte. Nach Beuers Flanke köpft Lloyd an die Latte. Lloyd, der Innenverteidiger. Die erste wirklich große Möglichkeit nach 16,5 Spielen. Schöner Abschluss von Dieter Müller. Archie Gammel dazwischen. Das ist eine Partie, die doch einigen technischen Standard verrät, vor allem auf Kölner Seite, ungeachtet des Einsatzes des Kampfes. Meckerer. Neil zu Gammel, aber der rutscht aus, Globatsch. Wieder Globatsch, schön gespielt, Van Gool, der links die Positionen hält. Sicher zur Überraschung von Nottingham Forest, da hatte man Van Gool wohl auf rechts außen erwartet. Gary Birtles bringt den Ball nicht weiter. Einwurf von Opka. Globatsch. Robertson beim Freistoß. Wieder Woodcock. Oh, er ist sehr wendig. Und dann Neumann. Links ist Van Gool. Bekommt den Ball. Kein Abseits. Linienrichter sieht nichts. Van Gool allein. Dieter Müller. Das 2:0 ist perfekt. 19 Minuten gespielt. Der FC Köln führt 2:0 nach dem Tor von Dieter Müller. Gestatten Sie mir den Ausdruck, sensationell, dies konnte niemand erwarten, dies hat niemand erwartet hier. Der erste FC Köln drauf und dran, sich eine blendende Ausgangsbasis zu schaffen. Da sahen Sie das Tor noch einmal. Van Gool war nicht im Abseits, Peter Schelten hatte keine Chance. Dieter Müller der Torschütze. Ja, nun muss Nottingham Forest die Nerven ordnen. Konzentrierte Angriffe sah man eigentlich selten. Vor allem das Mittelfeld der Kölner war überlegen. Was Archie Gammel, McGovern und O'Neill bisher produzierten, war nicht überragend. Köln sehr konsequent in der Abwehr, gut im Umschalten, von Abwehr auf Angriff. Aber jetzt natürlich Nottingham mit Einsatz, mit Kampf. Beuer. Der zweite Lattenschuss. Glück für Köln, Pech für Nottingham. Was für ein Spiel. Gammel. Schön Neumann. Van Gool frei. Ja, das ist es. Nottingham rückt auf und die Chance zum Kontern bietet sich.
Barrett. Das wieder Bertels am Ball. Wieder Barrett. Gerber klärt. Die Positionen in Kölns Abwehr klar. Gerber ist der Libero. Schuster spielt Vorstopper gegen Gary Bertels, den torgefährlichsten Mann bei Nottingham. Konopka gegen Linksaußen Robertson. Zimmermann spielt gegen Woodcock, den zweiten Innenstürmer. Und dann Globatsch auf Fangol. Woodcock setzt sich durch gegen Zimmermann. Dann ist Kullmann da. Aufopfernder Einsatz der Kölner, da liegt Zimmermann am Boden, hält sich den Oberschenkel. Schiedsrichter Garrido weist die Kölner Betreuer vom Platz, das ist korrekt, denn Zimmermann kann an den Spielfeldrand, um dort behandelt zu werden. Gerber gegen Gemmel. Torabstoß entscheidet der Schiedsrichter Gemmel zuletzt am Ball. Zimmermann wieder im Spiel. Hoffentlich nichts Ernsthafteres. Da ist Zimmermann schon wieder am Ball in der Offensive nach seiner kurzen Verletzung. Zimmermann von O'Neill verfolgt. Schild. Ja, das haben sich die beiden Trainer, der Manager Brian Clough und sein Assistent und Freund Peter Taylor hier bei Nottingham Forest FC, sicher nicht träumen lassen, dass diese Partie so laufen würde. Woodcock, Gemmel. Immer noch Gemmel. Gerber bei ihm. Beuer. Und die Zuschauer enttäuscht, die Gesänge sind verstummt. Seine Aufgabe ist, den Mittelfeldmann O'Neill zu beschatten. Neumann. Zimmermann. Schuster. So wie die Kölner jetzt spielen, das Zeug vom Selbstbewusstsein. Nottingham Forest weit von dem Auftreten entfernt, das man erwartete. Nämlich mit Konzentration und Schwung den Angriff zu suchen. Aber zwei Tore Rückstand nach 20 Minuten erzielt von Köln, das ist natürlich bitter für den englischen Meister des vergangenen Jahres. Robertson. Und so etwas, das zeigt, dass eine Mannschaft nicht im Vollbesitz der Nerven ist. Foulspiel angezeigt, Freistoß Köln. Konopka. Sie sehen an seinem Trikot, was sie an Einsatz verlangt wird. Und wieder Boden sein muss. Gemmel, Archie Gemmel, der schottische Nationalspieler.
Nottingham Forest versucht sich im Aufbau mit Gary Birtle. Bei ihm sind gleich immer zwei Mann zurecht. Er hat in der laufenden Saison 22 Tore für Nottingham erzielt, ist der erfolgreichste Torschütze. Zweiter Eckstoß für Nottingham. Boyer der Außenverteidiger, Robertson der Linksaußen. Und dort, für einen Augenblick die Kölner Abwehr nicht im Bilde. 27. Minute, nur noch 2:1. Der Torschütze Börsels für mich. Aus dem Eckstoß heraus. Ungedeckter Spieler von Nottingham Forest, Börsels. 2:1. Ja, jetzt wird natürlich der erneute Ansturm kommen von Nottingham. Aber die Kölner haben zwei Tore geschossen. Und da die Auswärtstore im Europacup ja doppelt zählen, ist das, egal wie das Spiel ausgehen mag, schon eine ganze Menge. Entschieden ist natürlich noch nichts, was den Ausgang dieser Partie betrifft. Schuster. Freistoß Nottingham. Na, der Ball muss zurück. 10 Meter. Boyer. Robert. Woodcock, ein sehr wendiger Mann, gegen den Zimmermann Mühe hat. Schuster klärt. Das ist das Entscheidende bisher bei Köln gewesen, dass die Spieler bereit sind, für die anderen mitzulaufen, mitzukämpfen, einzuspringen, wenn der eine überspielt worden ist. Kullmann auf Müller, wieder Kullmann. Ja, mit direktem Spiel, da sind sie verwundbar, die Abwehrspieler von Nottingham. Erster Eckstoß für den FC aus Köln. Nach genau einer halben Stunde Spielzeit. 2:1 der Spielstand für Köln. Woodcock, das ist schon zum dritten Mal, dass er den Ball vom Fuß ins Aus abtropfen lässt. Zimmermann, sein direkter Gegenspieler, jetzt offensiv auf Prestin. Kölner nutzen klug den Raum, der sich ihnen bietet. Innen wird es natürlich eng und Schilzen auf den Posten. Noch einmal die Flanke von Prestin, die Abwehr von Schilzen. Im Mittelfeld ein Foulspiel, Freistoß für Nottingham. Da ging Boyer ganz schön rein gegen Dieter Müller. Aber dennoch wertete der Schiedsrichter das Blockieren des Balles und die Attacke von Dieter Müller als das erste Foul-Freistoß für Nottingham deswegen. Dem ein Fehlpass folgt. Schilzen weit aus dem Tor.
Der Druck von Nottingham verstärkt sich. Verständlich, man hat das Gegentor, das Anschlusstor erzielt, nur noch 2:1 nach gut einer halben Stunde Spielzeit. McGovern, der Kapitän. Jetzt geht Konopka. Robertson geht nicht mit ihm zurück, das ist die Taktik von Nottingham. Dieter Müller. Noch einmal auf Konopka. Schöner Schuss. Das ist das zweite Mal in diesem Spiel, dass Konopka mit nach vorne ging. Er muss auf Linksaußen Robertson aufpassen, denn der geht nicht mit ihm zurück. Das ist die Absicht von Trainer Clough. Man will dann Robertson im Angriff frei behalten. Ein anderer Mann soll den Vordrängen von Konopka stoppen. Aber zunächst Eckstoß für Köln. Neumann wird ihn ausführen. Foulspiel angezeigt von Schiedsrichter Garrido an Torwart Schirten. Sie sehen es noch einmal. Da wird der Torwart angesprungen. Korrekt und sicher bisher und immer auf Höhe des Balles Schiedsrichter Garrido. Aber nicht auf der Höhe war Beuer hier in dieser Szene. Pullmann zu Konopka, der jetzt offensiver wird. Er darf dies nur nicht bedenkenlos tun. Er muss ein Auge auf Robertson haben, der hier den Ball hat. Aber Konopka schon wieder bei ihm. Fertig. McGovern. Gemmel. McGovern. Doppelpass. Schumacher, nichts zu sagen dazu. McGoverns Pass, der Doppelpass von Gemmel und die Parade Schumacher. O'Neill beim Kopfball. Neumann und Fangol. Fangol, der schon in Glasgow stark spielte beim Auswärtsspiel. Auch in dieser Partie ein starker Mann. Nicht nur, weil er ein Tor erzielt hat, sondern weil er in der Lage ist, den Ball zu halten. Weil er oft nur durch Foulspiel wie hier vom Ball zu trennen ist. Kerstin. Ja. Schön. Pullmann. Neumann. Missglückter Doppelpassversuch. Freistoß. Für Nottingham. Woodcock. Da geht Bertel. Gary Bertel. 22 Jahre. O'Neill. Für Nottingham. Bisher gelegentlicher Kampf von Härte, aber nichts, was über die Grenzen hinausging. Eine anständige Partie. Robertson. Alle Spieler jetzt in der Kölner Hälfte, außer Nottinghams Torwart Schild. Robert gegen Konopka. Jetzt ist er vorbei. Gemmel. Handspiel entschieden.
Consul ist es der Garrido, der, das muss ich sagen, wirklich auf der Höhe ist, sieht, was passiert. Ah, jetzt gehen die Spieler von Nottingham aber schon härter zur Sache. Zu Beginn der Partie versuchen sie es mit Spielen, das führte zum Rückstand. Jetzt wird der Schwerpunkt doch mehr auf Kampf gelegt. Woodcock. Und Zimmermann ist immer bei ihm. Dennoch Woodcock am Ball. Und es gibt Freistoß. Noch einmal Freistoß. Für Nottingham. Jetzt sind die beiden hünenhaften Innenverteidiger Lloyd und Needham auch mit nach vorne gegangen. Jetzt wollen sie es wissen. Abwehr Glowacz. Dieter Müller vorne allein auf weiter Flur gegen Gemmill und Boyer. Bertels zu Robertson. Powerplay von Nottingham. Barrett. Schumacher zu spät, Schuster vor ihm mit dem Kopf am Ball. Robert. McGovern rutscht aus. Ja, diese Minuten muss der 1. FC Köln überstehen ohne Gegentor. Und der Konter mit Konopka, mit Herbert Neumann. Rechts geht Lobatsch. Ja, da hat Dieter Müller fast nicht mehr gerechnet, dass er an den Ball kommen würde. Hat ihn dennoch erreicht. Noch einmal die Flanke von Lobatsch. Da war er überrascht. Schuster spielt erstaunlich clever und gut gegen Bertels. Die Kölner versuchen jetzt etwas Ruhe ins Spiel zu bringen, den Ball zu halten. Lobatsch zu Kullmann. Lobatsch kommt da nicht an den Rückpass von Dieter Müller, der gut gedacht war. O'Neill. Gemmill. Noch 5 Minuten in der ersten Hälfte zu spielen. Immer noch 2:1 für den 1. FC Köln. Woodcock am Ball. Schumachers Rettungstat mit dem Fuß. Noch einmal Woodcock. Vorbei, auch an Gerber. Und dann klärt Schumacher. Schumacher bisher fehlerlos. Dritter Eckstoß für Nottingham. Van Gool und dann Dieter Müller. Der Einzige vorne bleibt und Van Gool. Nicht immer Zeit, der war noch in der eigenen Hälfte beim Abspiel. Gegen Gemmill. Was für eine Möglichkeit für den kleinen Belgier. Van Gool lässt Gemmill aussteigen. Nur noch Schilten hat er vor sich. Zieht den Ball gut vorbei. Und um 20 cm geht der Ball am Pfosten vorbei.
Das war die Chance zum 3:1. Gemmel ist da verletzt. Er muss wohl beim Rettungsversuch gegen Van Gool sich den Fuß überdehnt oder übertreten haben. Der schottische Nationalspieler, 31 Jahre ist er jetzt alt. Ist ein harter Bursche. Er macht weiter. Erinnern Sie sich an ein Tor bei der Weltmeisterschaft in Argentinien gegen Holland? Bertels. Und das war das Kampf, aber es ist gut gegangen. Lobac. Befreiungsschlag. Der Bank bei Nottingham, eine Auswechslung, der verletzte Archie Gemmel geht vom Platz mit der Nummer 8. Wer wird kommen? Ja, Nottingham, soweit ich das sehe, im Moment nur mit 10 Spielern. Jetzt kommt der neue Mann mit der Nummer 13. Das ist Frank Clark, eigentlich ein defensiver Mann, ein Verteidiger. Vermutlich wird man dann einen der anderen Defensivleute mit zumindest ins Mittelfeld nehmen. Schlag also für den verletzten Gemmel. Anderthalb Minuten vor Schluss der Partie, beziehungsweise natürlich der erste Spielhälfte. Woodcock. Gute Kölner Abwehr, aufopfernder Einsatz. Sie geben den englischen Stürmern keinen Meter Raum. Das müssen sie auch, wenn sie Erfolg im Zweikampf haben wollen. Schumacher am Ball. Ja, da ist Van Gool festgehalten worden. Und Schiedsrichter Garrido ist auch an dem Punkt, wo Van Gool festgehalten wurde. Das ist im Getümmel untergegangen. Der Fernschuss hätte, wenn er im Tor gelandet wäre, der Ball nicht gezählt. Freistoß für den 1. FC Köln. Garrido immer auf der Höhe. Wir haben in jüngster Zeit ausgezeichnete Leistungen spanischer und portugiesischer Schiedsrichter bei Europacup-Spielen unserer Mannschaften erlebt. Es ist zu wünschen, dass dies in dieser Partie auch so bleibt. Kullmann zu Presti. Nach der offiziellen Zeit, jetzt exakt 45 Minuten gespielt. Schiedsrichter Garrido pfeift ab. Die erste Spielhälfte ist vorüber. Der 1. FC Köln führt, überraschend muss man sagen, mit 2:1. Man wird sehen, was die zweite Hälfte bringt. Mit Sicherheit einen erneuten Ansturm. Und mit Van Gool, den Schützen des Ersten, die zweite Hälfte bringt. Mit Sicherheit einen erneuten Ansturm. Und mit Van Gool, den Schützen des ersten Kölner Tores und dem Schiedsrichter, beenden wir diese erste Hälfte. Die zweiten 45 Minuten der Partie Nottingham Forest gegen den 1. FC Köln haben begonnen. Und sie werden mit Sicherheit verstärkte Bemühungen der Nottingham-Spieler bringen, den Torrückstand des 1:2 in eigenen Vorsprung für sich selbst umzumünzen. Bei Köln das gleiche Team wie in den ersten 45 Minuten. Auch Nottingham unverändert, wobei man noch einmal sagen sollte, dass er kurz vor Ende der ersten Hälfte für den verletzten Gemmel Frank Clark mit der Nummer 13 kam. Und Clark steht auch links in der Verteidigung. Ich glaube, dass Boyer mit der Nummer 3 ins Mittelfeld aufgerückt ist. Woodcock gegen Zimmermann, Robertson
gegen Konopka. Der sechste Eckstoß für Nottingham. Schumacher mal. Clark. Robertson. Da war Klobatsch bei ihm. Freundschaftliche Geste, die unterstreicht, dass bei aller Härte die Partie anständig, absolut im Rahmen ist. Neumann, der heute wirklich auch kämpferisch einiges bringt. Fangol und Neumann. Ja, da ist keiner. Ja, Clark hier mit der Nummer 13 orientiert sich nach hinten. Das heißt, er ist der Verteidiger, er geht in die Abwehr und Boyer mit der Nummer 3 rückt ins Mittelfeld auf bei Nottingham. Jürgen Klobatsch. Heute Mittag musste er noch einen Test bestehen, ob er eingesetzt werden konnte nach seiner Leistenverletzung. Woodcock und Boyer. Wieder Woodcock. Zimmermann bei ihm. Das sind interessante Duelle. Zimmermann gegen Woodcock, Schuster gegen Börtels und Konopka gegen Robertson. Und ich muss sagen, bis auf den einen kleinen Fehler von Schuster, als er Börtels zum Kopfball zum 2:1 freistehen ließ, gingen die Duelle zugunsten der Kölner Abwehrspieler aus. Klobatsch und Zimmermann. Neumann bietet sich an. Da geht Schuster. Neumann. Woodcock. Ah, da ist immer noch ein Kölner Bein dazwischen. Aber die Szene zeigte, Nottingham kommt. Fehlpass. O'Neill. Nach 5 Minuten der zweiten Hälfte unveränderter Spielstand 2:1. Nottingham sucht die Offensive. Die Spieler rücken weit auf. Das kann natürlich den Kölnern wiederum, wie schon in der ersten Hälfte, Konterchancen ermöglichen. Konopka auf Kullmann. Dieter Müller. Von Pullmann, aber Dieter Müller kann den Kopfball nicht präzise genug ansetzen.
junge Prestin schlägt sich gut. Nein, nein, das gibt Freistoß für Köln. Überhaupt muss man sagen, dass die gesamte Kölner Mannschaft kämpferisch ganz ausgezeichnet eingestellt ist. Kullmann zu Gerber. Dann wieder Wutkopf. Ah, mit der Ballannahme verschafft er sich schon den Raum zum Weiterspielen. Jetzt ist Kullmann bei ihm. Dieter Müller. Dieten. Clark. Robert. Woodcock zu McGovern. Schuster. Korrekte Abwehr von Konopka. Eckstoß, der siebte für Nottingham. Robertson wird ausführen. So schön die Aktion war von Kovac, der Fehlpass durfte natürlich nicht passieren. Wieder Robertson. Beuer und Tor. Weiß zu weit, nur noch 53. Minute. Beuer, der ist Mittelfeld aufgerückte Defensivspieler von Nottingham Forest. Gleich aus. Das Spiel wird mit Sicherheit dramatisch werden. 2:2. Gegen Beuers Schuss hat Schumacher, obwohl er, wie ich glaube, am Ball noch ein bisschen war, keine Chance. Der Ausgleich. Und jetzt werden Sie auch die Gesänge der Zuschauer hören, die Ihre Mannschaft nach vorne treiben. Jetzt wird es schwer für Köln. In letzter Not von Lloyd. Ja, man muss sagen, dass sich die Kölner Abwehr offensichtlich auf den Wechsel von Beuer ins Mittelfeld noch nicht richtig eingestellt hatte, denn er war völlig frei beim Torschuss. Aber jetzt der Eckball von Herbert Neumann. Oh, Van Gool! Und Chelsea. McGovern auf O'Neill, aber da ist Gerber und Presti. Müssen die Kölner versuchen, wieder Ruhe ins Spiel zu bringen, den Ball, den Gegner zu kontrollieren. Schön von Van Gogh. Neumann. Aber diese Fehlpässe im Spielaufbau, die dürfen nicht allzu oft passieren. Robertson. Beuer geht. Freistoß angezeigt, Freistoß für Köln. Konopka geht. Und jetzt ist Robertson, sein Gegenspieler, mit zurückgegangen. Das riskiert Nottingham nun doch nicht mehr, den Kölner Verteidiger unbehelligt ziehen zu lassen. Kullmann. Kovac.
aus der Ball. Da haben Sie gehört, wie Fans in England ihre Mannschaft anfeuern. Konopka. Woodcock. Nottingham Burke. O'Neill. Ja, jetzt wird doch ein bisschen eine Abwehrschlacht. Kullmann im Übrigen jetzt der Gegenspieler des aufgeregten Boyer. Woodcock, McGovern. Da ist Boyer wieder. Artistische Abwehr. Woodcock, Eckball. Name der Nummer 10 ist der Tony Woodcock. Das ist ein eminent gefährlicher Mann. Ungeheuer wendig. Schlägstoß. McGovern. Robertson. Da ist wieder Woodcock gegen Zimmermann. Ja, nun wühlt sich Woodcock aber ganz schön in den Kölner Abwehrspieler rein. Bleibt am Ball. Oh! Was für ein Fehler von Dieter Müller. Und Schumacher bügelt ihn auf. Da sehen Sie noch einmal die Glanzparade von Schumacher, wie er mit der Hand den Ball über die Latte trägt. Der Eckstoß. Gewühl. Schumacher am Ball. Zu McGovern. Das Spiel geht weiter. O'Neill. Alles in der Mitte jetzt. Lloyd. Woodcock. Das war eigentlich das erste böse Foul in der Partie von Boyer an Harald Konopka. Der Schiedsrichter winkt, die Betreuer können auf dem Platz. Sie sehen die Attacke noch einmal von Boyer auf Harald Konopka. Ja, falls es eine Auswechslung geben sollte, wen hat Hennes Weisweiler auf der Bank? Strack, Wilmer, Litbarski, Okudera. Aber Konopka steht wieder, wird weitermachen. Der Schiedsrichter klopft ihn, das konnten Sie nicht so richtig sehen, aufmunternd auf die Schulter. Es geht weiter.
Nach gut einer Viertelstunde beim Stande von 2-2, der Pass von Boyer auf Gary Birtles, Druck von Nottingham Forest auf das Kölner Tor, Unsicherheiten gelegentlich jetzt bei den Kölner Spielern, aus der Abwehr heraus werden Bälle verloren, Robertson gegen Konopka. Woodcock, McGovern, Boyer. Woodcock und O'Neill. Die Szene noch einmal. Die Kopfballvorlage von Woodcock. Ja, der Schiedsrichter entscheidet auf Eckstoß. Für mich war allerdings O'Neill zuletzt am Ball. Garridos Entscheidung gilt. McGovern auf Börtel. Und dort Börtels von Schuster nicht zu bremsen. 3-2 für Nottingham Forest. 63. Spielminute. Wer war der Torschütze an dem Moment im Gewühl der anderen Spieler erdrückt? Die Zeitlupfwiederholung. Börtels. Die Vorlage und Robertson, der Torschütze. Noch 18 Minuten haben die Kölner durchzustehen. 3-2 führt Nottingham. Und bleibt es bei diesem Ergebnis, ist das sicher ein achtbares Resultat. Woodcock. Foulspiel von Zimmermann. Freistoß. Die Partie wird härter. Ja, das war auch faul. Spiel aufgestützt vom Nottingham-Spieler. Freistoß Köln. Barrett und Dieter Müller. Aber er war angeschossen, konnte den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Dieter Müller rackert unermüdlich vorne, um sich Raum zu schaffen. Woodcock. Robertson. Setzt sich durch. Noch einmal Robertson, geht an Konopka vorbei, der herbeieilende Glovac hat keine Chance. Der dritte Kölner, ausgestiegen, aber dann verzieht Robertson. Der nächste Angriff, über McGovern, zu Woodcock. Die Ballannahme natürlich bei den Bodenverhältnissen sicher nicht leicht, da rutscht das Standbein weg, das sah man eben. Gerber, Prestin. Gerber. Das zweite Mal überhaupt in dieser Partie, dass er mit nach vorne geht. Da spricht Schiedsrichter Garrido ganz kurz mit Van Gool, den Ball doch bitte schön nicht mit der Hand mitzunehmen. Er sieht alles, der Mann in Schwarz aus Portugal, glänzende Leistung des Schiedsrichters. Noch eine Viertelstunde hatte er es FC Köln durchzustehen.
Ein Tor Rückstand. 3:2 führt Nottingham. O'Neill am Ball. Und die Angriffe rollen. Aber jetzt sieht man doch, dass vieles mit Einsatz, mit Kraft gemacht wird. Das technische Können nicht ganz so ausgeprägt. Fangol. Kommt durch. Neumann. Die Möglichkeit für Herbert Neumann, 14 Minuten vor Ende des Spiels, den Ausgleich zu erzielen. Nochmal Fangol. Wie er sich durchtankt. Zuletzt gegen O'Neill. Und dann Herbert Neumann. Gut gedacht. Die Chance vorbei. Am Spielfeldrand läuft sich inzwischen Yasuhiko Okudera warm. Und das Weißweiler wird wohl vorsorglich den Austausch vorbereiten. Zunächst Robertson, Eckball nach Konopkas Abwehr. Ja, ich könnte mir denken, dass er Dieter Prestin herausnimmt, der doch mit seinem Gegenspieler O'Neill mehr und mehr Schwierigkeiten bekommt. Freistoß für Köln. Die Kölner sollten da nicht diskutieren. Der Freistoß ist ja gegeben. Da haben wir Prestin. Kullmann auf Dieter Müller. Ja, Dieter Müllers Chance nach Pass von Kullmann. Needham kommt dazu und Shilton, der für mich den Ball noch berührt hatte, dennoch Torabstoß. Barrett. Bertels zu McGovern. Feuer geht. Und Herbert Zimmermann, ich sagte schon in der ersten Hälfte, da kämpft jeder für jeden. Zimmermann bügelte aus, was Kullmann nicht schaffen konnte. Das ist herausragend im Kölner Spiel, die Bereitschaft zu kämpfen, für den anderen mitzuspielen. Dieter Müller. Lloyd jetzt ständig bei ihm, während Needham gelegentlich sich doch stärker nach vorne orientiert. Eckstoß Köln. Kullmann. Woodcock. Robert. Haben wir Globac. Aber er hat schwer. Offensichtlich macht sich seine Leistungsstellung doch bemerkbar. Beuer. Vorteil, die Schiedsrichter Garrido laufen. McGovern. Woodcock. Barrett. Lloyd. Von Neumann attackiert. Robert. Oh, ist das ein Abwehrkampf.
Ja, jetzt gibt er Freistoß und ich finde das gut, was Schiedsrichter Garrido gemacht hat. Er hat gewartet, ob Roberts nach dem Foulspiel den Vorteil würde behalten können. Und dann gibt er den Freistoß. Und jetzt kommt das Auswechseln, da sehen Sie mit der Nummer 14, Yashuiko Okudera. Und Jürgen Glowacz geht vom Platz, der doch mit seiner Leistenzerrung nicht weiter kann. Ich sehe auch sein Gesicht ist schmerzverzerrt, er hatte Schwierigkeiten. 9,5 Minuten vor dem Ende der zweiten Hälfte, vor dem Ende der Partie. Okudera im Spiel für Glowacz. Fangol. Da geht Okudera. Zwei schon bei ihm. Noch einmal. Und schießt und Tor. Erster Ballkontakt für Okudera. Und dann ist es ein Tor, das 3:3. 82. Spielminute. Der Ausgleich. Und Schilfen enttäuscht. Noch einmal der Pass von Fangol auf Okudera. Und der lässt Beuer aussteigen und schießt den Ball durch Schilfens Arme zum Ausgleich. Peter Schilfen, der beste Mann im Tor auf der Insel, das sagen sie. Und jetzt muss er dieses Tor, allerdings es war ein Aufsetzer, von Okudera hinnehmen. 3:3 und das öffnet, das kann man sagen, 8 Minuten vor Ende der Partie dem FC Köln. Doch das Tor zum Finale in diesem Europacup der Landesmeister, sehr, sehr weit. Läuft! Feuer war das. Noch einmal dieser Freistoß. Läuft. Und da war der Kölner Schuster noch zuletzt am Ball. Der Eckstoß. Neumann. Auch eher kämpferisch stark. Und dann die Kontermöglichkeit von Fangol. Rechts geht Okudera, links Dieter Müller. Okudera. Zweiter Ballkontakt von ihm. Da kommt er nicht vor. Das wäre auch zu viel gewesen. Zuschauer enttäuscht. Weil Robertson so langsam spielt. Woodcock, McGovern, Robertson bei ihm. Müller. Okudera. Bullmann. Erstaunlich, was die Kölner auch läuferisch jetzt noch zu bringen vermögen. Es ist ein großes Spiel des deutschen Meisters, das kann man jetzt schon sagen. Der Nottingham Forest, die Mannschaft des Jahres 78, zu schlagen bzw. hier unentschieden zu spielen oder nur knapp zu verlieren, egal wie. Das ist ein sehr, sehr gutes Resultat. Robert. Korrekte Abwehr von Neumann. Auch die Engländer jetzt müde, da sieht man öfter Verschnaufpausen. Die Sprints sind nicht mehr so schnell angesetzt. Es ist halt der Boden, der unglaublich viel Kraft gekostet hat. Schumacher nach Clarks Schuss. Und dann Fangol. Links geht Müller, aber er sieht ihn nicht. Doch jetzt. Richtig der Rückpass, da war keiner mitgegangen. Neumann noch einmal zu Müller.
Konopka kommt. Ah, das schafft er nicht. Fünf Minuten noch. 3:3 der Spielstand. Dann im hochklassigen, kampfbetonten, auch technisch guten Spiel auf diesem schweren Boden im City Ground von Nottingham. Die ersten der 42.000 wandern ab. Viele der Fans sind sicher enttäuscht über das bisherige Resultat, das ihre Mannschaft erzielt hat. Sie haben mehr erwartet vom Forest FC. Und nun steht es 3:3. Clark. Woodcock. Fangol. Köln jetzt doch im Übergewicht. Da in der Mitte liegt, ja, wer ist das? Fangol. Jetzt rappelt er sich auf. Aber ich muss sagen, Nottingham Forest, das sieht man an den Bewegungen, kräftemäßig nicht mehr voll da. Lloyd zu Barrett. Erstaunlich, dass in diesen letzten Minuten die Kondition der Kölner fast noch stärker ist. Schiedsrichter Garrido lässt weiterspielen. Er sah, dass der Ball gespielt wurde. Gerber geht mit nach vorne. Das zeugt von der Kraft der Kölner, die natürlich getragen werden von diesem Ergebnis. Dieter Müller. Die Spieler von Nottingham, man sieht es an den Zügen im Gesicht. Abgekämpft, müde. Woodcock, er vielleicht noch der Schnellste, der Beweglichste. McGovern. Clark, die Bewegungen sind langsamer geworden. Wörtel, lange nichts zu sehen von ihm gegen Schuster. Und dann das. Noch 2 Minuten. 3:3 der Spielstand. Ein Ergebnis, das vor Beginn dieser Partie mit Sicherheit keiner von den Nottingham-Fans erwartet hätte. Und offen gesagt sicher auch keiner, der auf den FC Köln geschworen hat. Kohlmann zu Neumann. Da ist Prestin frei. Es ist erstaunlich, dass die Kölner auch noch die Kraft haben, ohne Ball sich den freien Raum zu suchen, wenn gleich Prestin verstolpert. Woodcock. Das ist für mich einer der stärksten bei Nottingham, zusammen mit O'Neill in der zweiten Hälfte. Boyer. Barrett frei. O'Neill. Barrett. Und er schafft es nicht. Oh, da brennt es nochmal. Freistoß. Der Einsatz von O'Neill mit einem Freistoß geahndet. Gefahr wird beseitigt. Noch einmal die Möglichkeit. Da ist O'Neill am Ball. Noch einmal mit dem letzten Kraft der letzten Verzweiflung Nottingham Forest. O'Neill. Jetzt ist die offizielle Spielzeit für mich vorüber. Wir wollen sehen, wie lange Schiedsrichter Garrido noch nachspielen lässt. Nottingham, vielleicht der letzte Angriff. 3:3 der Spielstand.
kann Köln dieses Ergebnis halten, dann ist das Tor zum Endspiel weit offen. Weiter Befreiungsschlag von Zimmermann. Sekunden noch, dann ist das Spiel vorüber. Der Schiedsrichter schaut zur Uhr. Der Einwurf noch und der Schlusspfiff. Die Kölner Spieler sind fast zu erschöpft, um in großen Jubel auszubrechen. Aber mit Sicherheit ist Nottingham Forest die am meisten enttäuschte Mannschaft. 3:3 das Ende nach Toren von Fangol, Dieter Müller und Yasuhiko Okudera. Und auf englischer Seite bei Nottingham die Torschützen Bertels, Boyer und Robertson. Und mit diesem Ergebnis und den Bildern der Kölner Mannschaften zu ihren Fans läuft und den deprimierten Spielern von Nottingham Forest dürfen wir uns von einem großen Spiel des 1. FC Köln hier im City Ground verabschieden. Guten Abend und auf Wiedersehen in Köln in 14 Tagen. So, Freunde in Köln, was gibt's zu melden? Könnt ihr mir was sagen? Bitte? Ja. Ja. Haben auch klasse gespielt. Klasse gespielt.